Er ist der Star des letzten Konferenztages, Ehud Barak, der scheidende israelische Verteidigungsminister. Rund 400 Teilnehmer sind nach München gekommen, darunter fast 70 Regierungsvertreter. Und sie alle waren gespannt, ob sich Israel zum Militärschlag in Syrien bekennen würde oder nicht. Wir haben immer gesagt, wir meinen es ernst. Wir werden verhindern, dass die Hisbollah im Libanon moderne Waffensysteme bekommt. Eine indirekte Bestätigung also für einen israelischen Militärschlag in Syrien, der international die Befürchtung erneut hat wachsen lassen, die Lage in Nahost könnte völlig außer Kontrolle geraten. Syrien, ein großes Thema in München, heute das zweite der Iran und sein umstrittenes Atomprogramm. Schwere Vorwürfe von Ehud Barak. Wo auch immer Sie Terror sehen auf der Welt, sehen Sie die Fingerabdrücke Irans. Starker Tobak, doch der iranische Außenminister Salehi vermeidet eine Konfrontation, signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die 5+1 Gespräche werden wieder aufgenommen. Ende Februar in Kasachstan. Eines der wenigen Hoffnungszeichen in München, wo angesichts der vielen internationalen Krisen die Ratlosigkeit überwiegt.